mit den Lilien, Liebespaaren und Familien, mit dem Weißwein auf den Tischen und den Kerzen in den Büschen, mit dem Wasserfall am Felsen und dem Rotwein in den Hälsen, mit dem Frohsinn aus den Herzen und den Pfälzer Winzerscherzen. Dieser Platz hier im Südwesten unserer Stadt gehört zum Besten und Geheimsten, was sie hat. Bürgersinn geriet zur Tat. Setz dich nieder und genieß. Von Mitte Mai bis in den Herbst, von 5 Uhr nachmittags bis in die frühe Nacht. Ein Paradies. Gehakt von Hundescheiße, nicht mal schick und trotzdem leise. Wer als Fremder ist gekommen, hat in Freundschaft Platz genommen. Wie Herr Seid am Tisch aus Ghana, Ingenieur und kein Absahner. Wer hier wohnt wie er, hat Geld und man kennt sich auf der Welt. Man fühlt, man sieht nicht rot, alles andere grün ging tot. Alle anderen Parks versteppen, weil die Stadtkassen vererben und der Staat nur gegen Spenden noch wird Freundlichkeiten senden. Hier ist vorgesorgt. Die Wirkung einer Erbschaft, einer reichen Witwe, die den Nachbarn einstmals hinterließ, dies Paradies. Frohe Lieder mit Geschäppe, gleichzeitig ein Sattelschlepper. Paar Zigeuner spielen auf, andere laden Autos drauf, die dann leise durch die Nacht zur Umspritzwerkstatt werden gebracht. Bürgerwehr und Fremde weg, ruft mancher da im ersten Schreck. Nur Herr Seid, der Käsepick, spöttisch in die Runde blickt. Kauend sagt er, Bürgerwehr, bloß ein guter Wachschutz müsste her, denn dieser Park, Beete und Rasen sind doch zu wertvoll für die Massen. Wer nicht wohnt hier, der soll bezahlen. Die Steppe draußen gehört allen. Das ist am Platz ein fremder Ton. Der Schwarze hat noch mehr davon. Wer gut lebt, ruft er, wird oft weichlich. Privatstadtteile kenne ich reichlich. Sie sind ein Ansporn für die Armen und für die Reichen ein Erbarmen. Privatarmeen in Accra, Rio, Moskau, demnächst London, Kapstadt, Kairo. Was wäre ohne Privatstrand Thailand? Der Wachschutz teilt sogar auf Coney Island das Kulturland und die Brache. Alle sind still. Mit trockener Lache sagt Mr. Seidner, ganz Europa schützt seine Grenzen neuerdings doch so wie ein Privatgebiet. Warum denn ihr nicht diesen Platz, den ihr so mögt? Wie man ja sieht. Mit den Rosen, mit den Lilien, Singles, Paaren und Familien, mit den Bürgern an den Tischen, die ihre Krümel selbst abwischen, bleibt der Platz ganz im Südwesten bisher noch offen und gehört zum Besten, was die Stadt zu bieten hat. Also nutz die Stunde und genieß. Von Mitte Mai bis in den Herbst, von 5 Uhr nachmittags bis in die frühe Nacht, dies Paradies.